powered by Ernie Ball, the colors of rock and roll. Herzlich willkommen zum Guitar Podcaster Nummer 5. Heute zu Gast Christoph Leim, seines Zeichens Gitarrautor, kann man sagen Buchautor? Vielleicht bald. Warten wir ein bisschen. Er hat in seiner bewegten Vergangenheit für den Metal Hammer geschrieben, für den Metal Hammer gearbeitet. Er ist Live-Musiker, er hat spielt immer noch bei Sinner, diversen anderen Bands, die er vielleicht gleich nochmal selber vorstellen kann oder eben auch nicht. Ich freue mich, dass er heute Abend, es ist in den Abendstunden, während wir den Podcast mitschneiden, das muss man vielleicht noch dazu sagen, Christoph, dich hier haben. Wie geht's dir? Mir geht's bestens. Tage rennen vorbei, es gibt so viele coole Sachen zu tun, das wird in der Zeit von du weißt schon was nicht besser, aber ansonsten geht's mir gut. Sehr gut. Lass uns mal direkt einsteigen. Du hast die letzten Wochen und Monate deine Rockstories unter die Leute gebracht. Du hast Lesungen gemacht. Die Rockstories, was ist das genau? Ich habe irgendwann angefangen, eine Kolumne zu schreiben über diese ganzen Stories, die wir uns an Bars erzählen. Wir kennen das alle, Festivaltresen und irgendwann, wir sind ja alle irgendwo Nerds und Musikliebhaber, ist ja quasi synonym. Die Storys, die wir uns alle so erzählen, keine Ahnung, legendär die Beatles abgelehnt worden, weil der Typ sagte, Gitarrenbands are on their way out und so weiter oder was, Lemmy alles angestellt hat, Ozzy, Keith Moon. Die Storys habe ich in eine tägliche Kolumne gepackt. Die läuft auf dem Blog udiscover-music.de. Da gibt es auch eine Abkürzung über meine eigene Seite, rockstories.de. Und dann kommt jeden Tag so, okay, so eine Geschichte. Da gibt es auch alles, wirklich alles Mögliche, wenn man da einmal eintaucht. Und diese Geschichten habe ich irgendwann auf die Bühne gebracht. Mein Hirn merkt sich sowas irgendwie besser als vermeintlich wichtige Sachen. Ich kann das total gut nachempfinden, so geht mir das auch. Sind das nur Storys, die man kennen kann, die man recherchieren kann, die, sag ich mal, im weitesten Sinne rockhistorischer Gossip, Tatsachen und, wie soll man das sagen, historisch belegt sind? Oder sind das tatsächlich auch historisch belegte Storys, die du persönlich erlebt hast, die so legendär gewesen sind, dass du sie mit hinzufügen konntest? Also in dieser Kolumne, die Zeitsprung heißt übrigens, da kommen nur historisch belegte Storys. Und zum Teil versuche ich da auch Sachen, die wir alle kennen, gossipmäßig, so ein bisschen genauer zu beleuchten, ob es denn wirklich auch stimmt. Bei meinen Rockstories-Lesungen kommen auch Selbsterlebte dazu und ich habe vor 22 Jahren angefangen, in dem Business zu arbeiten und da sind ein paar Sachen zusammengekommen, keine Ahnung, wie Rudolf Schenker mir mal eine S-Bahn angehalten hat oder ich war mal in Los Angeles mit Zakk Wylde. Und sollte. Ah, ich liebe die Geschichte. Ich hätte sonst, wenn du es nicht erzählt hättest, hätte ich darauf angesprochen. Und sollte, also jeder wird jetzt nachfühlen können und sollte mit dem Interview machen an einem Vormittag. Und habe mir gedacht, ja, frühstücken kann ich auch nachher. Und habe nur einen Muffin gegessen. Und ich bin 24 Stunden später in einer 40 Meilen entfernten Kleinstadt in seinem Gästezimmer aufgewacht, sternhagelvoll. Und habe unterwegs einiges erlebt. Das war durchaus lustig. Das ist so eine Story, die ich ganz gerne erzähle. Aber dann gibt es natürlich auch die legendären Dinger, die wir alle kennen. Ozzy Motley Crue auf Tour 84, dass das Sodom und Gomorra gibt, ist ja klar. Ja. Da kam die Sache mit den Ameisen vor. Da gibt es auch eine alternative Beschreibung. Zum Beispiel hat Jackie Lee gesagt, ich war da dabei. Da waren keine Ameisen. Das waren Spinnen. Und da habe ich mir gedacht, ist das besser? Das ist eigentlich noch krasser. Und dann kann man, oder es war eine Spinne, und dann kann man vom Hölzchen auf Stöckchen kommen. Keith Richards soll ja sein Vater, der eingeäschert worden ist nach seinem Ableben, durch die Nase gezogen haben. Kennst du die Geschichte? Die kenne ich nicht, aber erzähl doch mal. Also sowas finde ich total geil. Also Keith Richards hat in irgendeinem Interview gesagt, er hätte seinen Vater, der eingeäschert wurde, durch die Nase gezogen. Daraufhin hat das PR-Team von Keith Richards gesammelt Schnappatmung und Kammerflimmern gekriegt und direkt am nächsten Tag eine gegenteilige Pressemeldung rausgegeben. Dabei klang das total plausibel, was der Richards erzählt hat. Er hatte halt die Urne von seinem Vater auf dem Tisch stehen, die ist ihm dann umgefallen.
Und weil eh gerade das Koks auf dem Tisch lag, hat das ein bisschen gemischt. Ja, und dann haben die es dementiert und ein paar Tage später sagt Richards im Interview, nö, stimmt schon. Habe ich noch nie gehört. Man weiß es nicht. Muss mal googeln, da gibt es tatsächlich Quellen. Wem hat das gesagt? NMI oder so. Klar, unsere Pappenheimer erzählen immer viel Quatsch in Interviews und hauen auf die Sahne, aber ich möchte es jetzt mal nicht ausschließen. Ne? Und so Storys sind natürlich super, die kennen wir alle. Keith Moon zum Beispiel, der hat mal irgendwann in San Francisco gespielt und ist auf dem Schlagzeug eingeschlafen. Was soll immer passieren? Ja, hat er gesagt, er hätte eine schlimme Grippe. Aha. Ja, ja. Die schlimme Grippe hieß wahrscheinlich Brandy und Cow Tranquilizers und da haben sie einen Fan aus dem Publikum auf die Bühne gestellt. Und der war irgendwie 19 oder so. Scott Halpin hieß der, glaube ich. Die Story habe ich auch mal aufgeschrieben. Und dann haben sie versucht, mit dem zu spielen. Das war natürlich ein totales Trainwreck. Ganz klar, aber er fand es irgendwie geil. Naja, das hätte ich als Fan auch geil gefunden. Sag mal, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Mir fällt gerade auf, dass ich noch genau weiß, wann wir uns das erste Mal gesehen haben und kennengelernt haben. Weißt du das noch? Nee, aber das ist verdammt lange her. Ich habe mich überlegt, wie lange ich schon für Gitarre schreibe. Und das war sogar noch vor meiner Zeit. Ich bin ja seit 13 Jahren dabei und du bist schon noch länger dabei als Autor. Ich glaube, ich habe da mit Ex-Kollegen von uns telefoniert. Einer hieß Lars. Und genau, Lars, und ja. Einer Chris. Und das war so 2004 ungefähr. Da habe ich in... Dann da kennen ich, wir uns noch länger. Ich, vor Gitarre. Ja, erzähl weiter. Ich weiß noch, wann das war, weil ich da in einem schwäbischen Ort namens Donsdorf gelebt habe, den vielleicht Eingeweihte, wenn man nicht in der Welt des Heavy Metal unterm Stein geschlafen hat die letzten 20 Jahre, kennen. Und deshalb weiß ich, wann das war mit Gitarre. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass ich da mitschreiben darf. Und wir kennen uns noch länger aus Köln. Nee, jein. Also wir kennen uns aus dem Ruhrpott. Und ich werde das nie vergessen. Und zwar haben wir uns das erste Mal getroffen 1998 auf dem Crossing All Over in Bochum. Alter. Im strömenden Regen. Und da haben geheadlined Him. Him und Secret Discovery. Letztere beide Bands gibt es schon gar nicht mehr. Die Guano Apes haben gespielt und ich glaube H-Blocks auch. Und es hat den ganzen Tag geschifft. Und ich habe damals tatsächlich, bin ich heute noch mal so ein bisschen stolz drauf, ich habe damals tatsächlich das erste Interview mit Wille Valo auf deutschem Boden gemacht für ein Fanzine, das es heute nicht mehr gibt. Geil. Das war cool. Und dann haben wir uns aber vor der Bühne getroffen. Ich habe dich damals, glaube ich, schon als Metal Hammer Autor ausmachen können. Und dann haben wir kurz geschnackt und du warst damals, das will ich auch nicht vergessen, du hast gefragt, weswegen bist du da? Und dann habe ich gesagt, wegen einem Him-Interview. Du so, okay, cool. Und dann haben wir uns ein bisschen über Musik ausgetauscht und du warst ein Riesenfan damals von Stuck Mojo. Und hast die Rising abgefeiert, so nach dem Motto, das ist das geilste Groove Metal Album der Welt. So ist ja auch ein super geiles Album, nach wie vor noch. Legendäres Album von Stuck Mojo. Darüber haben wir uns unterhalten, das weiß ich noch sehr genau. Und in der Folge sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen und dann natürlich ganz regelmäßig ab 2007. Ab da meiner Tätigkeit beim Gitarrenmagazin. Ja. Das heißt, du hast damals auch schon geschrieben, dann bist du aber auch schon lang irgendwie am Start. Ich habe damals, liebe Kinder und liebe Fans des Rock'n'Rolls, hört gut zu, ich habe 98 angefangen für irgendwie Fanzines zu schreiben und damals gingen die ersten Homepages los und bewegte Bilder und Videointerviews und so weiter und so fort. Und habe das richtig erfolglos gemacht, bis ich irgendwann mal beim Rockhard reingeschnuppert bin, also bei der Konkurrenz vom Hammer. Mhm. Das war eine tolle Zeit. Die haben aber da mein Talent, glaube ich, nicht sofort entdeckt, so richtig. Und dann habe ich meinen... Meins auch nicht, kann ich dir gleich erzählen. Machst du dann eben noch mein Studium fertig, ist, glaube ich, doch sinnvoll. Hab dann nach Ewigkeit mein Studium fertig gemacht und habe mich dann überall beworben und unter anderem irgendwann beim Gitarrenmagazin angerufen, frech und mich als freier Autor angeboten oder als Volontär. Und dann meinte der damalige Chefredakteur Chris Hauke zu mir, willst du denn machen, jetzt freier Autor oder Volontär? Ja, lieber Volontariat. The rest is history. Cool.
Ganz schön lange her alles. Und dieses Him oder dieses Crossing All Over, da kann ich mich kaum dran erinnern, nur an eine Sache oder an zwei Sachen. Es hat tatsächlich total geschifft und zwar die ganze Zeit. Und ich habe den Satz über Him geschrieben. Also ich will meine, wir wollen ja alle unsere alten Artikel nicht unbedingt lesen. Da habe ich auch an den Artikel kann ich mich erinnern, da habe ich ja Unsinn geschrieben, aber einen Satz fand ich ganz gut, weil Him war ja immer so tränendrüsig und da habe ich vermutet, wie soll mir das Herz überlaufen, wenn es schon meine Schuhe tun? Und das beschreibt den Tag, das beschreibt den Tag doch leider, leider sehr, 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 sehr gut. Hat auch eine Band gespielt namens Dildo Brothers aus Essen. Ach ja, Dildo Brothers, von denen hat man zum Glück danach nicht mehr viel gehört. Ich glaube, die hatten auch mal einen ganz guten Song und ich habe irgendwie, wie so ein Anfängerfehler, mich irgendwie über irgendjemands Frisur ausgelassen, das ist total albern, da denke ich öfter dran. Aber an dieses, also das kommt jetzt gerade irgendwie zurück. Und Stuck Mojo war mein erster Metal Hammer Live-Bericht. Aus dem Underground, du warst völlig, in Kölle. Ja, du warst völlig gefangen noch vor dem Hintergrund des Eindrucks dieses Konzerts. Ja. Und daraufhin habe ich mir nur gedacht, die musst du auch nochmal anchecken. Mir war die Band schon damals bekannt, aber die habe ich mir dann auch nochmal reingezogen und fand die dann auch sehr, sehr geil. Es ist eigentlich schade, dass die Band nicht groß geworden ist. Ja, die haben nachher noch ein paar echt gute Platten gemacht, aber das war ja vor allen Dingen Crossover. Also und zwar ganz früher, da haben Rage Against the Machine in Atlanta im Vorprogramm gespielt. Mhm, so, stimmt. Ne? Und aber die haben natürlich auch immer diesen, heutzutage würde man sagen, Trump-kompatiblen Ansatz gehabt. Mit Songs wie Throw the Switch und Maschinengewehre auf dem Cover von der nächsten Platte. Da denken wir auch irgendwie so, oh bitte ey. Aber der Rich Ward ist ein Granatengitarrist. Ein Wahnsinnsgitarrist. Der hat mir mal erzählt, ja, in einem Gitarre-Interview, warum er der Meinung, dass er so einen Groove, Meinung ist, Entschuldigung, dass er so einen Groove hat. Das habe ich mir gedacht. Er hat gemeint, er hat keine Bands gefunden als Teenie. Ne? Und hat dann in irgendwelchen Soul- und Funk-Bands gespielt. Er wollte zwar Accept covern, aber das war dann halt irgendwie nicht so drin. Und dann hat er Soul und Funk gespielt, er hat auch gemeint, vor allen Dingen mit Schwarzen. Und die hatten einfach einen viel geileren Groove. Irgendwie, it kept me on my toes. So oder so ähnlich hat er das genannt. Und das hat er natürlich dann umgesetzt in Stuck Mojo. Den Scheiß. Das ist natürlich eine super Schule. Ja, den Scheiß musst du erstmal so spielen können. Die Riffs sind einfach, ist wie AC/DC. Du musst es aber halt so machen. Ne? Und weißt du, warum du den Artikel über Stuck Mojo für Gitarre geschrieben hast? Das war auf der Vollbeat-Tour und das war ein Workshop, glaube ich. Nee, war es nicht. Doch, das war ein Workshop. Du hast mal einen Workshop gemacht und den habe ich dir, wie soll ich sagen, anheimfallen lassen, weil ich Rich Ward mit Stuck Mojo dann wirklich das erste Mal und bis jetzt leider auch das letzte Mal in der damaligen Augsburger Kantine gesehen habe und die haben alles abgerissen. Die Vorband waren, oh Gott, wie heißen die nochmal, die Soulfly-Klone. Die waren echt nicht geil. Ectomorph? Egal. Ectomorph, genau. Ectomorph waren die Vorband. Also es war eine Double-Headliner-Tour. Das war später, und, ja. Und Stuck Mojo haben alles weggebrettert. Es war so geil. Da bin ich nachher nach dem Gig relativ angeschickert auf Rich Ward. Hab mich vorgestellt. Hab gesagt, ich bin vom Gitarrenmagazin, hab ihm meine Kreditkarte. Ja klar, meine Kreditkarte habe ich ihm in die Hand gedrückt. Hab ihm meine Visitenkarte in die Hand gedrückt und hab gesagt, Rich, wir müssen was machen. Hast nicht Bock für, dass wir was über deine Band machen, über dich als Gitarrist, ne Marcel, das ist ja der Hammer auf jeden Fall. Und habe ich gesagt, Rich, sei mir nicht böse, ich habe jetzt kein Diktiergerät dabei und ich bin viel zu betrunken. Ich habe aber einen Autoren, der ist auch ein Riesenfan, der wird dich kontaktieren und wenn du Bock hast, mach mal was. Und der so, ja, mach mal. Und da hast du damals, ich weiß nicht mehr in welcher Ausgabe, das kann man auch nochmal noch recherchieren, hast du ein sehr cooles Workshop-Interview mit Rich gemacht und der war uns auch sehr dankbar, dass wir es gemacht haben. Es war richtig cool, ja. Ich habe sogar eine Sache aus diesem Interview gelernt, das weiß ich nämlich auch noch, die ich selber angewandt habe. Und zwar waren wir da mit meiner Band The New Black gerade bei der zweiten Platte. Und da ist ein Song, den würde man... Den habe ich übrigens schmählich vergessen zu erwähnen, natürlich. Genau, Christoph Lein spielt bei The New Black. Bei Sinner bin ich nicht mehr. Bei Sinner ist er nicht mehr. Genau, bei Sinner, erzähl erst mal zu Ende. Bei Sinner bin ich nicht mehr, bei Motor Jesus nicht mehr, aber bei New Black und Heavy Saurus. Und für mehr Bands habe ich leider, leider keine Zeit. Das reicht ja auch. Ich mache jetzt zur Sicherheit noch eine weitere Aufnahme für Audio jetzt hier. Ne? Safety first. Safety first. Da hat er uns erzählt in dem Interview, er findet total geil, irgendwie so Töne ganz juicy zu machen und Overbands zu machen. Also
ja, klar. Ganz tun ja, und dann ja. noch mehr ziehen und gerne auch mal irgendwie Primzahlenbrüche irgendwie zu ziehen. Ne? Nicht, nicht halb, nicht ganz und so. Und das habe ich im Solo von The King I Was verwendet, weil mir an einer Stelle nichts eingefallen ist. Und das war explizit aus einem Gitarre-Workshop. Also, man kann was lernen, liebe Leute. Auf jeden Fall kann man was lernen. Und was lernen wir erst recht? Man muss es erstmal vorher ausprobieren. Übrigens für die Leute, die sich fragen, warum ich hier am Rumrotzen bin, es hat nichts mit dem grassierenden Virus, der gerade umhergeht, zu tun, sondern tatsächlich, weil mich die Allergiefee gerade so dermaßen küsst. Das ist schön. Ich mach mal kurz das Mikrofon vom Moment aus und du erzählst den Leuten mal kurz nochmal einen aus dem Nähkästchen. Einen aus dem Nähkästchen, damit der Marcel abhusten kann. Ich muss mal sagen, das klingt jetzt so ein bisschen wie zwei alte Männer, die vom Krieg erzählen. 1998 auf dem Festival in Bochum, da habe ich gerade beim Metal Hammer angefangen. Das werden vielleicht jüngere von Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich gar nicht so mitkriegen. Das war tatsächlich, wie hast du eben gesagt, die ersten Homepages. Ich habe die ersten Newsletter noch per Fax gekriegt. Ja klar. Ne? Warte mal, ich muss hier... Fax? Ja. So Faxe, so hat... Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder. Ja, das Mikrofon wird manchmal ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, warum. Jetzt müsste es eigentlich, während ich spreche, wieder lauter werden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Warte mal kurz. So, da. Ja. Das waren die ersten Homepages und... Das war damals noch nicht so ganz klar, ob das mit dem Internet weitergehen wird. Ja, aber ich hatte schon eine E-Mail-Adresse, die lautete a2650916@smail@rrz-uniköln.de. So, ah, okay. So, warum? So, weil ich da Student war. Ich habe ja mal was Ordentliches gelernt. So, jetzt mache ich hier die Aufnahme kurz an. Du hast was mit Steinen gelernt, ne? Du hast, wie heißt es noch gleich nochmal? Ne, ich war nicht Geologe, sondern ich bin Diplom-Kernphysiker. Diplom-Kernphysiker. Aber sonst gesund. Aber ich sag mal, Team Sheldon, ne? Sehr gut. Ich hab tatsächlich Physik studiert und habe dann Praktikum beim Metal Hammer gemacht. War auch zu der Zeit, wo du auch angefangen hast. Und dann hat der Chefredakteur Robert Müller zu mir gesagt, hast du eigentlich deinen Abschluss schon? Nö. Ja, den machst du mal schön, sonst gibt's Auftragssperre. Ist doch sinnvoll. Hat er recht gehabt. Robert hat, hat das anders gemacht und sich wohl drüber geärgert. Ich habe mich übrigens damals auch beim Rockhard beworben. Erzähl. Ja, das war 98. Du bist ja in Köln auch unterwegs gewesen. Dann trinkst du halt mal so 27 Reisdorf und dann weißt du halt Bescheid über die Welt, ne? So, und dann sitzen wir zusammen und reden über Musik und irgendeiner sagt, keine Ahnung, so äquivalent zu Master of Puppets kam 85 raus. Und nach 27 Reisdorf, Quatsch, war da 86. Und dann sagt irgendwer, Leim, warum merkst du dir so eine Scheiße? Und ich so, keine Ahnung. Und dann sagt ein Kumpel von mir auf einer Party in Köln nach 27 Bieren, mach doch mal ein Praktikum beim Metal Hammer. Und ich so, bing. Ja. Und hab da eine Initiativbewerbung hingeschrieben und auch eine zum Rockhard. Rockhard hat auch tatsächlich gerade gesucht. Meine Initiativbewerbung klang so ein bisschen, als würde ich mich für den Kassenwartposten beim Kaninchenzüchterverein bewerben. Sehr geehrte Damen und Herren, bla bla bla, da hat mein Kumpel Marc, der irgendwie bei RTL arbeitete, gesagt, gib mir das mal eben. Und hat das ein bisschen umgeschrieben. Und Metal Hammer haben mich tatsächlich genommen für ein Praktikum. Und so ging das Ganze los, aber weil du gerade eben Rockhard erwähntest, ich habe 10 Jahre später von Götz gehört, dass ich in der engeren Auswahl war damals. Warum auch nicht? Und ich wundere mich warum, weil ich habe ja nichts vorzuweisen gehabt, kein Fanzine und nix. Ich habe direkt beim Metal Hammer angefangen. Ich hab, ne, also irgendwie. Und dann hat er mir erzählt, es war in der engeren Auswahl, war ich wahrscheinlich noch mehr und jemand anders. Und den haben sie dann genommen, weil der schon Fernsehen-Erfahrung hatte. Ja, es war damals Boris. Ne? Genau, und der ist jetzt Chefredakteur. Ja, ja, ja. Ist das geil, oder was? Weißt du, wer sich damals noch auf den Posten beworben hat? Wer denn? Ich. Geil! Kein Scheiß. Rock'n'Roll ist ein fucking Dorf, oder? Ja, ja, ja. Ich wollte unbedingt auch zum... Aber egal. das ist eine lange Geschichte. Ja. Ist ja auch alles gut geworden. Wir sind ja auch... wie soll ich sagen, wir haben es ja auch weit geschafft, nicht wahr? Ja. Wir sind glückliche Menschen geworden, auch ohne jetzt unbedingt bei einem Heavy-Metal-Magazin zu sein.
Ach, das habe ich ja lange gemacht und wir schreiben ja auch beide viel über Heavy Metal, aber das ist ja nicht die einzige Musik, die uns gefällt. Und eigentlich ist ein ganz schöner Glücksfall, auch in so Situationen, wenn man nach 27 Bier irgendwie die Welt versteht, denke ich mir immer, einen Job zu machen, den du auch fast ohne Kohle machen würdest, das ist schon echt ein Glücksfall eigentlich. Also, das nennt man wohl Berufung. Ja. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt, wenn wir schon dabei sind, darüber zu philosophieren, aber wir müssen gleich nochmal die Gitarristenseite beleuchten, denn das ist ja ein Gitarre-Podcaster hier. Gerne. Auch wenn ich glaube, dass, wie soll man das am besten sagen? Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass ich den Job so lange machen würde. Und das meine ich gar nicht, das meine ich ganz positiv. Dein Vater auch nicht. Nee, meine Eltern sagen immer noch, bist du eigentlich immer noch bei dem Magazin? Ich muss hier mal was wegklicken. Ja, sicher, Rock'n'Roll ist nicht langwierig und wir spielen ja auch beide in Bands oder alle unsere Kollegen und die Kolleginnen auch spielen in Bands und so weiter. Das wäre noch mehr Berufung irgendwie, Songs zu schreiben, damit durch die Welt zu fahren, aber das ist schon okay. Und dass man das mit, wir sind jetzt schon länger, 26, immer noch macht, ist ganz geil. Und über Gitarren reden ist ja quasi normal irgendwie. Aber über Gitarren reden, ich habe auch festgestellt, ich hätte niemals gedacht, dass dieses Soft-Skill, Gitarre zu spielen, sich damit zu beschäftigen, weil haben wir ja eh gemacht, so, dass das mal irgendwann berufsentscheidend sein kann, hätte ich nicht geglaubt. Und ich verstehe auch sehr viele Leute, dass sie das einfach immer weitermachen. Also klar ist natürlich, wir haben das Privileg, weil es unser Beruf ist, ständig auch neues Equipment zu bekommen. Jetzt in der Musikredaktion beschäftige ich mich jetzt nicht jeden Tag so deutlich damit, wie es die Kollegen aus der Technikredaktion. Ich liebe nach wie vor Gitarren und wir testen ja auch noch Gitarren. Ich habe heute noch eine getestet, die wahnsinnig klasse ist. Geht dir das auch so? Ich weiß, dass du zum einen nicht der riesen Gear-Nerd bist, aber du interessierst dich auch für Neuerungen. Nicht oder? So ganz. Ich bin tatsächlich da ein Problemfall. Ich bin null Gear-Nerd, weil das kostet immer so viel Zeit. Und dann Geld. Und dann Geld, genau. Da hab ich aber Glück. Ich darf seit Jahren Gitarren von meiner Lieblingsfirma ein bisschen vergünstigt kriegen. Da kann man auch schon mal ein bisschen experimentieren. Du darfst das schon sagen, das wissen die Leute auch, dass du ESP spielst. Ja klar, seit ach Gott, seit wann? Ich habe in einer Band gespielt namens Tracy Lords. Ich weiß. 2003 oder so und da... Ihr habt vor Whitesnake mal gespielt. Klar, war meine erste Tour. In Bonn. Mein zweiter, genau. Da habe ich dich gesehen. Das war geil. In Bonn Open Air mit Lautstärkebegrenzung. Ja, es war voll scheiße, weil ihr ich glaube, ihr wart sogar noch lauter als Whitesnake. Das glaube ich nicht, weil im Gegensatz zu David Coverdale konnten wir nicht sagen, die 5000 Euro Strafe sind uns doch egal. David Coverdale schon. Ja, er hat ja nachher versucht, lauter zu... Es war furchtbar, ein furchtbares Konzert. Genau. Die unter euch, die jetzt zuhören, vielleicht da gewesen sind. Ich meine, ich habe nichts dafür bezahlen müssen für das Konzert, weil wir einen Live-Bericht geschrieben haben damals. Aber der Punkt ist der, da haben Leute echt, keine Ahnung was, 45 Schleifen für das Konzert bezahlt, um nachher Whitesnake auf Zimmerlautstärke zu hören. Genau, 10 Meter weg von der Bühne und jemand bestellt ein Bier und du hörst die Strophe nicht mehr. Die Band war aber on fire. Das war die erste oder eine der ersten Touren mit Doug Aldrich. Stimmt. Und der hat... Red Beach an der zweiten Gitarre. Genau, und der Doug Aldrich hat da jeden Abend abgefeuert und aber auch abgefeiert. Der war immer blau und hat aber trotzdem, im Gegensatz zu uns allen, konnte der immer sein Hemd aufmachen. Also, ja. Also da war vor der Bühne, ist ein Family Program hier, aber kann man schon sagen, da war Milf City, also das muss man schon sagen. Und Doug Aldrich, das hat auch Rich Ward zu mir gesagt in dem Gitarre-Interview, Doug Aldrich ist der neue Zakk Wylde. Ja, Doug kann ich nur unterschreiben, der war damals wahnsinnig, ich habe den auch bei Dio gesehen, 2002. Irgendwann ja. 3 oder sowas in Tanzbrunnen in Köln und es war Wahnsinn. Die Dio, ich kann ja sagen, warum ich den mit Dio nie gesehen habe.
Da habe ich in München gewohnt und beim Metal Hammer gearbeitet. Und das war ein Konzert an einem Sonntagabend in Stuttgart. Und die Metal Hammer Redaktion war sehr feierwillig. Und wir waren Samstag einsaufen und sonntags alle zu erschöpft. Und deshalb, ja, das muss ja auch nicht sein. Wir sind an der Autobahn von München nach Stuttgart. Wenn du aus der Stadt raus bist, kommt noch ein McDonald's. Da sind wir eingekehrt und dann müde wieder heimgefahren. Das kann ich mir erzählen. Da habe ich Doug Aldrich mit Dio nicht gesehen. Das ist Schande, ey. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, in Köln hat er am Samstag gespielt. Da konnte man halt dann schön in der Sonne Bier trinken. Das war super, geiles Konzert. Aber Gearhead, wir waren bei Gearhead. Also Gearhead, genau. Du bist kein Gearhead. Ich bin tatsächlich kein Gearhead. Mir ist das irgendwie zu umständlich. Ich habe einen geilen Sound gefunden, aber ich hab eine Besonderheit. Seit locker 15 Jahren wohne ich in einem anderen Ort als mein Equipment und meine Band. Ich habe keinen Proberaum, in den ich jeden Mittwoch gehe. Und da kann ich an meinem Rig nur rumfummeln, wenn wir auf Tour sind. Und New Black haben eine Zeit lang so viel gespielt, dass ich da jedes Wochenende rumgeschraubt habe. Ich habe auch mein Ideal, ich habe ganz lange Engel gespielt, wirklich auch Sinner-Alben damit aufgenommen und habe dann aber... ich weiß. Irgendwann sind auch super Amps. Ich habe dann auch irgendwann was anderes getestet und habe einen Sound gefunden, und den will ich jetzt digital reproduzieren, weil das transportierbarer ist. Aber ansonsten rumprobieren, da werde ich bescheuert. Wenn ich Fotos von einem Pedalboard sehe, da kriege ich Schweißausbrüche, weil man das ja alles immer zusammenbauen und optimieren muss und rumfummeln und noch was anderes. Das ist nichts für mich. Ich will lieber damit spielen. Ich sollte es aber so machen wie du. Ja, jetzt kann ich dazu noch ergänzend sagen, dass ich vor einem Gig vor 3-4 Monaten einfach 2 Stunden vor dem Gig mein Pedalboard völlig neu zusammengesteckt habe. Hier ein Fasspedal, da ein Delay, dann noch ein Phase 90, dann noch ein Booster, dann noch ein Booster und noch ein Tremolo. Und dann war es schön zusammengesteckt und ich habe das nicht vorher ausprobiert. Ach du Scheiße. Und dann fangen wir an zu spielen und das Ganze in einen 50 Watt Marshall Head rein, JCM 800, PV Box, in den Helm Box. Läuft. Der Gig geht zur Hälfte, läuft alles so, die Board funktioniert auch so, wie ich dachte so, aber bis dahin, glaube ich, keine Ahnung, 15 Minuten im Set drin, nur 2 Pedale angemacht oder so und meinen dann irgendwann dann den Phaser einzuschalten und das Fasspedal und dann hatte ich nach 20 Minuten im Set keinen Sound mehr, weil tot. Und was ich dann gemacht habe? Einfach mit dem Kabel aus dem ganzen Board raus. In den Amp. Und sofort in den Verstärker reingegangen. Und ich hatte den besten Sound meines Lebens, weil es war einfach halt nur meine Flying V in den Marshall rein, Kabel dazwischen und gucken, was passiert halt. Ja, klassische Kombi. Klar, diese Equipment-Fuck-Ups, die kennen wir alle, die sind immer nervig und scheiße. Und dann, je komplexer das System, desto mehr kann kaputt gehen. Und ich spiele ja in einer Band namens Heavy Saurus. Das ist eine Heavy-Metal-Band für Kinder. Und wir spielen da in Dinosaurier-Kostümen. Das heißt, die Bewegungsfreiheit ist sehr eingeschränkt. Ne, also wir haben auch einen guten Gitarre-Tech, der irgendwie mit MacGyver verwandt sein muss. Aber dann fängst du an, irgendwie verschiedene Sounds programmiert zu haben für verschiedene Songs und so weiter. Und ich denke mir die ganze Zeit, wenn da jetzt eine Sache schief geht, ich kann in meinem Kostüm gar nichts machen. Und deshalb keep life simple. Wenn ich mit einer Rockband auf die Bühne gehe, wenn wir Jam gehen würden, Jam-Tour, alte Herren Blues on the road oder so, ich hätte wahrscheinlich, meine Traumkombi ist dieser Fender Eddie Van Halen Amp, der kleine, 50 Watt, und dieser weiße. Und du meinst den EVH. Genau. EVH, die Firma, die bei... Ja. Mhm. Ah, genau. Der ist auch super. Ist das nicht ein Fender? Siehst du? Die gehören zu Fender, aber die Firma heißt EVH. Jedenfalls, der Amp ist total geil. Und ich habe... Ist er auch. Ja. Ich habe eine ganz alte Marshall-Box, die stand bei unserem gemeinsamen Freund Fabs im Studio ganz lange. Und die wollte zum Beispiel der Alex Kraft, der Gitarrist, dem Fabs immer abkaufen. Habe ich erzählt bekommen, weil die so smooth klingt. Und Fabs weil die halt eingeballert ist. Halt. Weil die eingeballert war und Fabs wollte die aber irgendwann nicht mehr und die habe ich gekauft. Die sieht auch aus, wie als hätte sie irgendwie ein halbes Jahr in feuchtem Torf gesteckt. Ja, aber die klingen meistens super. Die klingt total geil. Die ist gleichzeitig mächtig und smooth. Und ich muss immer aufpassen, weil ich
heiße Gitarrenspieler, also EMGs und so. Muss ich mir auch mal abgewöhnen. Und deshalb musst du am Amp immer so ein bisschen dich zurückhalten, sonst gibt es halt Sägewerk und die Box darf nicht hart sein. Also da, ich kann keine Engelboxen spielen. Das gibt dann einfach nur, kann ich beim Machinehead anfangen oder so. Und der Sound ist der totale Burner und da ist nur noch ein Wah-Wah zwischen. Soll ich dich mal einer, also das ist ein simples, ein gutes Setup. Auf jeden Fall. Soll ich dich mal einer Illusion berauben? Mach mal. EMG, die du meinst, die 81, 85 oder so, ne? Die aktiven Pickups, die haben keine hohe Ausgangsleistung. Die haben ganz niedrige Ausgangsleistung. Durch die Batterie ist ein Preamp, also ein Vorverstärkereffekt drin. Pickups an sich, die haben ganz wenig Output. Da haben sie mich all die Jahre beschissen. Völlig. Und wen wir dann noch mit weggeflasht haben, war Zach Wild persönlich. Auch eine kleine Diskurs-Anekdote am Rande. Den haben wir mal zusammen mit Kollege Philipp Opitz und mit Michael Wagner haben wir den mal interviewt hier in München. Und dann war das ein Interview auf 20 Minuten angesetzt maximal. Und wir sitzen bei ihm im Tourbus und das kann man sogar noch am Guitar-Channel finden, in mehreren Teilen. Wo Zach Wild im Tourbus sitzt mit Schlabberbuchse. Black Label ist da die Schlabberbuchse. Unten kann man sogar auf den Fotos auch noch die Klorolle sehen, weil er unten das Klomobil hatte. Was ich eigentlich erzählen wollte, war, irgendwann so nach einer Dreiviertelstunde gucke ich auf die Uhr und Zach Wild wirklich beißt uns den Kopf ab mit Stories. Es fing an mit: Ey Jungs, was war die letzte geile Show, die ihr gesehen habt, live so? Welche Band taugt was? Und wir so: Ja, geil, Airborne. Und er so: Geil, das sind diese Australier, ne? Und dann, boah, haben wir uns verbissen. Und irgendwann ging es auch eben um EMG-Pickups. Und weil er ja seit Jahren 81, 85 spielt, drauf schwört und ich mir immer denke, so: Ach, wäre auch mal geil, den mit anderen Pickups zu hören, aber egal. Sagt mein Kollege Philipp Opitz: Da kann man auch zwei 9-Volt-Batterien reinbauen. Und Zach Wild fällt alles aus dem Gesicht, also ungelogen. Alles aus dem Gesicht und dieser Laberflash hört auf von Zach Wild und er sagt so: For real? Geil. And what does it do? Geil. Also was macht's halt so? Was bewirkt das? Und Philipp so ganz trocken so: Ja, der Sound wird smoother. Und er so: It doesn't work for me. Das ist unser Junge, das war wahrscheinlich zu Zeiten, wo er noch gesoffen hat. Da war immer. Nee, der war gerade völlig runter von allem so. Der hat gerade aufgehört zu trinken. Der war noch wegen seiner. Der Zach Wild, für die es nicht wissen, hat so eine. Wie sagt man? Er muss Blutverdünner nehmen, weil sein Blut sonst verklumpt. So eine Blutverklümpchenkrankheit, wie auch immer man das nennt. So. Ja. Und der hat damals nur Kaffee gesoffen, wie so ein Wahnsinniger. Deshalb kann der auch keinen Alkohol mehr trinken, weil das sich mit dem Blutverdünner nicht vertragen würde. Genau. Da haben wir ihn auch drauf gefragt. Da habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt: Zach, kannst du drüber reden? Du hast gerade aufgehört zu saufen, so. Wir wissen von vielen anderen Künstlern, dass die halt Rehab machen mussten. Und wie hast du das geschafft? Und der so: Black Label Style. Ich so: Was ist das? Der so: I just fucking quit. Ja. Ich so: Hast du keine Therapie gemacht? So: No therapy, Black Label Style. Just fucking quit. Da habe ich mit ihm auch mal drüber geredet und musste genauso nachdenken, ja, spreche ich das jetzt an? Hat dann nur gesagt, der Arzt hat mir gesagt, es gibt zwei Türen, durch die du gehen kannst. Such dir eine aus. Die eine heißt, du siehst, wie dein Sohn, der übrigens Hendrix heißt, der älteste Sohn. Der andere Sohn heißt Sabbath, was ich sehr geil finde. Entweder kannst du deinen Sohn aufwachsen sehen oder du hast eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du das nicht tust. Suchst dir einfach aus. Und Zach Wild hat es dann einfach gemacht und das ist schon ganz geil. Und ich habe den so oft interviewt und war mit meiner Band, mit dem auf Tour. Wir haben, glaube ich, bei drei Touren mitgespielt. Der ist tatsächlich anders, der ist anders drauf. Der wirkte immer wie so ein lustiger, total intensiver und gitarristisch hochbegabter Freak. Der ist ja gar nicht doof. Also doof, nee, überhaupt nicht. Doof im Sinne von oberflächlich oder so. Und der wirkt ganz anders auf Tour. Das letzte Mal ist jetzt natürlich auch ein paar Jahre her. Das hat dem anscheinend ganz gut getan. Und der müsste jetzt halt bei Black Label mal was anderes spielen als immer Vollgas. Die ersten Solo-Sachen, Pride and Glory oder so, sind halt ein bisschen geiler. Ja, finde ich auch. Also ich teile übrigens deine Meinung, ich sehe das genauso. Ich habe den als super reflektierten Typen, auch witzigen Typen und lebensfrohen Typen kennengelernt. Der ist natürlich super religiös, ne? Also der ist da so relativ, sag ich mal, konservativ unterwegs, aber nicht, dass Auer ist.
Das mögen andere Leute anders sehen. Ich sehe den als trotzdem, ich habe da sehr weltoffenen Menschen kennengelernt. Und ich finde ja seine neueren Alben, war das jetzt Book of Shadows 2 zum Beispiel, fand ich ziemlich cool. Das war nicht ganz so geil wie das kultige Book of Shadows. Für die Leute, die nicht wissen, was das für ein Album ist, ist es eins der Alben, die man von Zakk Wylde haben sollte. Genauso wie das Pride and Glory Album. Richtig. Das Book of Shadows Album ist eher so das Tribute von Zakk Wylde an die großen Elton Johns und Neil Youngs und Songwriter, die seine Vorbilder gewesen sind. Und Pride and Glory ist so sein Südstaaten-Rock, Southern Rock Outfit gewesen. Großartig. Ich glaube, wir haben da mal drüber gesprochen. Ich glaube, Zakk Wylde sollte nochmal einem Produzenten anderem als sich selber vertrauen. Ja, und da gibt es auch eine Story zu. Als es angefangen, also ich bin großer Black Label-Fan immer noch, aber als es anfing, so ein bisschen langweilig zu werden, die haben eine Platte gemacht, die hieß, glaube ich, Shut to Hell bei Roadrunner. Eine einzige, die mit den Nonnen vorne drauf. Mitte der 2000er oder so. Und ich habe irgendwo mal rausgelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aus irgendwelchen Pressemeldungen, was man so, dass Roadrunner ihm einen Produzenten vorgesetzt hat. Und zwar Michael Beinhorn. Der hat zum Beispiel Super Unknown produziert von Soundgarden. Und ich glaube, Ozzy-Sachen. Und den großen Alben, ja, okay. Ja. Und im Interview zu der Platte hat Zakk Wylde zu mir gesagt, ja, Produzent, if you know where you're going, you don't need directions. Ja. Dann habe ich nachher gelesen irgendwo im Netz, dass er wohl irgendwie die Songs fertig gemacht hat und Beinhorn die quasi nur zum Mixen gekriegt hat. Das heißt, der ist ein bisschen wie Jeff Waters oder so, der dann in seinem eigenen Saft schmort. Und das ist tatsächlich ein Problem und das langweilt mich auch mittlerweile ein bisschen bei Zakk Wylde ein bisschen. Der ist als Gitarrist, auch wenn er mit Ozzy spielt oder so, der ist wirklich überdurchschnittlich gut. Also der hat Zakk Wylde ist Wahnsinn. Der hat einen eigenen Stil, der hat Feuer, der ist technisch beschlagen, aber der hat vor allen Dingen Soul und Eier und so weiter. Der ist großartig, aber wenn er immer nur Vollgas gibt, dann nervt's. Also er nervt mich auch damit endlosen Soli. So bei Zakk Wylde Soli gehe ich meistens Bier holen und gehe auf Toilette, weil ich es nicht hören möchte. Ich hab den auch mehrmals live gesehen mit Black Label Society, aber den besten Gig fand ich mit ihm auf der Book of Shadows Tour. Vor 3-4 Jahren habe ich den hier in München sehen dürfen. Ja, geil. Und das war Wahnsinn, weil wie gesagt, bei Book of Shadows, da geht es um die Songs, da gibt es komponierte Soli Solo-Einlagen in den Songs selber. Und ich werde den Gig auch nicht deswegen vergessen, weil im Grunde genommen Black Label Society die komplette Band auf der Bühne war, ohne Kutten. Echt? Es waren alle Musiker halt so von der Band drauf, und aber eben keine Black Label Society die Kutten an. Und ich habe aus Scheiß, damals war sogar mein Bruder und ein guter Freund von mir da, Zacke vom Hammer war auch dabei. Und dann sitzen wir vorne, bestuhlt im Zirkus Krone, und ich sag aus Scheiß zu meinem Bruder, ich so, hoffentlich versaut er die Songs jetzt nicht mit so elendigen Solo-Anlagen so ewig lang. Und dann kommt Zakk Wylde raus, nachdem er nach der Vorband, da kann ich auch noch gleich was zu sagen, das war auch cool, Vorband war auch cool, und kommt raus mit einem fast 10-minütigen Solo, ohne dass er überhaupt was gesungen hat. Also die Band fängt an zu spielen, Zakk geht ins Solo, hämmert's raus, ohne dass irgendwie auch nur ein Wort gesungen hat. Und ich schlafe mir vom Kopf und denke mir so, boah, jetzt hast du es raufbeschworen, ey. Und das Coole war aber, dann war erstmal für 5-6 Songs einfach nur Song nach Song nach Song mit Piano und eben nicht elend langen Solo-Einlagen, sondern völlig songdienlich gespielt. Und dann kam so zum Ende des Sets kam nochmal so eine Solo-Einlage, die aber tierisch war, weil er ist dann, und er benutzt keinen Gitarrensender, er ist dann mit so einem 30 Meter Gitarrenkabel von der Bühne runtergehüpft, vor ihm so sein Tourmanager und Marine Bully Security Typ, der so, ey, guck, der Rothaarige? Ja, ich glaube schon, also ein bärtiger Typ mit einer Kopfsocke, ja, halt, so Wikinger. Und dann ist Zakk Wylde ins Publikum, in den Zirkus Krone rein, zum Publikum, hat vor den Leuten Solo gespielt. Und das fand ich total geil, mit dem Kabel.
Oldschool, wie? Völlig oldschool, so scheiß fuck auf den Gitarrensender ist eh als Kacke, so ich gehe mit dem Kabel raus und ich gehe auch mit dem Kabel raus zum Publikum. Wie AC/DC live in Paris 79 oder so. Großartig. Super, ich finde das total geil. Lenny Kravitz macht das ja auch in großen Stadien immer noch, dass der von der Bühne runterkraxelt und alle Securities klatschen sich vom Kopf und denken sich so, er macht das jetzt schon wieder. Und hast du schon mal gesehen auf dem Lenny Kravitz Konzert? Der geht wirklich von der, du kannst über Lenny Kravitz alles sagen, aber nicht, dass er nicht publikumsnah ist. Na, das ist cool. Das ist mega. Ich finde das cool. Also Zach White auf der Akustiktour, letztendlich geht es ja darum bei Book of Shadows 1 oder 2, Akustikgitarren, das hätte ich echt tatsächlich gerne gesehen. Also Book of Shadows 2, da halte ich die Songs für schwach, also da Füße eingeschlafen, aber die Nummer 1 finde ich... Das ist ganz klar schlechter als das erste, ja. Und das ist unerreicht bis jetzt. Das erste, das sind ganz tolle Songs und der ist ja auch ein ganz guter Sänger. Und wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich mich auch hinsetzen und da mal ein paar Sachen von lernen. Ich bin der Meinung, das zweitbeste Gitarrensolo der Welt ist ja auch von Zach Wilde. Zum Beispiel. Einmal weiß man ja. Ne? Von welchem Song? No More Tears. Entschuldigung. Ach so, ja. Ja, also weiß man. Ja, klar. Weiß man, ja. Na gut, da müssen wir gerade noch mal kurz drüber. Da müsste ich noch ein paar Biere holen, wenn wir die Frage diskutieren würden. Zach Wilde, klar, ist Kanadengitarrist und für uns beide, glaube ich, auch tatsächlich ein ordentliches Vorbild und für Gitarre immer ein wichtiges Thema gewesen. Also keine Frage. Das stimmt, ja, das stimmt. Gibt's denn Gitarristen, den du erst spät für dich entdeckt hast? Den du vielleicht vorher gar nicht gemocht hast? Es gibt einen, den fand ich immer nett, weil er in so netten Songs spielt und wie geil er ist, habe ich erst spät gemerkt, und das ist Luca da. Aber was heißt spät? Als wann, oh Gott, jetzt mache ich mich alt. Wann kamen die Candyman? Also Mitte 90er, nee, also nicht spät. Ein 96, glaube ich, kann das sein? Mhm. Boah, jetzt springt mir ein guter Freund von mir, springt mir wahrscheinlich jetzt, wenn er das hört, das nächste Mal an die Gurgel, wenn ich das nicht weiß, aber ich glaube, es war 96. Ja, irgendwann in den 90ern, also auch nicht spät entdeckt. Gute Frage. Ich habe da kürzlich drüber nachgedacht, als ich mit einem Freund von mir, einem extrem guten Gitarrenlehrer namens Peter Fischer, über Gitarristen gesprochen habe. Und der hatte Guthrie Govan und so genannt. Und es ist ja so die neue Garde. Oder der Kollege, der mit Generation X gespielt hat, mit meinen Altherrenhelden und so weiter. Da kenne ich... Paul Gilbert? Nee. Tosin Abasi. Der. Tosin heißt er. Genau. Ist überhaupt nicht mein Ding. Ich verstehe nicht, was er da macht. Ja, also berührt mich auch null, aber. Ja, ich war ganz gut im Mathe, aber da bin ich dann auch echt raus. Die neue Garde, die kenne ich gar nicht so. Und so alte Garde spät entdeckt, gute Frage. Ich habe mit ganz großer Verspätung seit einem Dreivierteljahr erst Bock auf Rush. Ich fand die Sängerin immer scheiße. Die hat mich genervt. Die Sängerin fand sie scheiße? Ja, klar, Granatenband. Vor allen Dingen magst du Geddy Lee nicht oder mochtest du bis jetzt nicht, oder was? Ich hab den falschen Einstieg gefunden. Der hat 2004 ein Soloalbum gemacht, das hieß My Favorite Headache. Und genauso klingt es auch. Okay. Und das ist irgendwie in der Metalhammer-Arbeit auf mich zukommen. Klar kann ich Spirit of the Radio und so. Die habe ich spät entdeckt, aber eigentlich nicht wegen Livesen, sondern wegen Songwriting und vor allem wegen Texten. Also ich stehe ja auf Texte, ich schreibe ja auch Texte. Das war natürlich großartig, aber so Gitarristen spät entdeckt. Hast du einen Gitarristen, den du spät entdeckt hast? Ja. J.J. Cale. Und Jeff Beck habe ich recht spät für mich entdeckt. Ja, also, den haben... Ja, ne, das ist so, J.J. Cale ist so... Die Vatergeneration, das war gesetzt, ne? Also, du hast mindestens eine J.J. Cale-Platte so, oder du musst mindestens eine kennen, weil das so ist wichtig. Grundlagen, ne? So, und mir war das, als ich mit den, sag ich mal, alten Säcken abgehangen habe, so den Bierbäuchigen, so das, was wir, also, ne, die so Ahnung hatten, den älteren Brüdern und den Papas und den Onkels, so, da hab ich so, ja, J.J. Cale, ne? Und dann habe ich das gehört, das war völlig langweilig für mich, was er so gemacht hat. Und heute finde ich super. Ah, den habe ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, außer ja, der hat vor allen Dingen, war der nicht nur Gitarrist, sondern der hat den ganzen Krempel auch geschnitten am Tonband und produziert. Also diese ganzen, so, es gibt einen Grund, warum Eric Clapton zum Beispiel so sehr für J.J. Cale schwärmt.
Weil viele Sachen, die der da so soundtechnisch macht, die hätte, glaube ich, gerne Eric Clapton auch gemacht. Und der hat es manchmal auch versucht, aber nicht mal halb so geil hinbekommen. Ja, okay. Ja, Leute im Hintergrund, Produzenten, ey, viel wert. Also seit, ja, seit meine Band mit Jakob Hansen gearbeitet hat, dem Vollbeat-Produzenten, ist auch schon 5 Jahre her, weiß ich, warum selbst die ganz Großen noch Produzenten haben. Ja, weil klar, ein unabhängiges Paar Ohren, das Sachen viel, viel besser kann. Und jetzt kommt's. Und jetzt jage ich dir den Dolch rein. Und warum verkackt es Rick Rubin mit Death Magnetic? Und jetzt bist du dran. Ja. War es Rick Rubin oder war er einfach nicht da, als der Engineer Kacke gemacht hat? Okay, jetzt werden wir werden jetzt klären, was da los war. Bitte. Ich weiß es immer noch nicht. Ich finde, die Platte hört sich grässlich an. Ich sag dir warum. Also erstmal, Rick Rubin hat vermutlich denen, das jetzt komplett meine Privatschätzung, einen Weg aufgezeigt, dass es vielleicht wieder ein bisschen aufregend sein kann, weil die sich kreativ natürlich auch so ein bisschen verirrt hatten und so, was die Band aber interessanter macht als andere Bands. Und der hat in dem Wesentlichen ja gesagt, entdeckt wieder die Geilheit eurer Anfangstage. Und deshalb ist Death Magnetic das erste Album, das kreativ nichts wagt. Das ist ja quasi Ride the Lightning nochmal probiert. Nur halt nicht so gut geschafft. Mhm. Ne, man könnte sagen, das ist besser als nix. Aber eigentlich brauche ich es nicht, weil Ride the Lightning habe ich auch. So, und dann und wie hieß der Typ? Also das Mastering ist zu laut, deshalb klingt das so scheiße. Hieß der nicht Rasmussen? Nee, Rasmussen war da schon lange raus. War das Craig Fiedelmann, der auch jetzt die Sachen produziert? Und ich habe noch eine Theorie. Wenn Leute, die anders sind als wir, also unendlich viel Studiozeit haben, weil die Kohle da ist, sich mit Songs beschäftigen, dann fummeln die da monatelang rum und dann werden die Songs immer länger. Deshalb ist die letzte Maiden für mich nicht anhörbar. Die ist schlecht arrangiert. Und die Metallica-Sachen gingen in dieselbe Richtung. Die Songs wurden. Ich meine noch nicht mal die Arrangements, Christoph, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ich meine, der Sound, die ist überkomprimiert. Die zerrt. Ja, Mastering Wars, das ist das beste Beispiel fürs zu laute Mastern. Deshalb, ja, was für ein Scheiß. Und das, aber das die Songs sind halt auch scheiße. Ja, die Songs sind auch nicht gut. Ja, das ist richtig. Aber ich fand, die Platte hat einfach, die hätte viel mehr ballern können. Die Band, die das Black Album rausstellt, so, also ich weiß, dass mich dafür jetzt die viele Metallica-Fans lynchen werden. Also sinnbildlich natürlich nur gesprochen. Aber für mich ist produktionstechnisch das Black Album von Metallica das Nonplusultra. Immer noch. Was, sag ich mal, das Heavy Metal auf Steroide Soundalbum schlechthin ist. Eine Band, die das vielleicht noch ein bisschen geiler und böser gemacht hat, sind nur noch Pantera. Die waren vor allen Dingen sehr viel böser und dieser Terry Date Sound ist ja viel, viel trockener und viel, viel härter. Also die Metallica haben ja auf dem schwarzen Album auch so ein bisschen so einen Big Rock Sound gehabt. Allein die Bassdrum, die ist für mich immer noch Referenz. Und dann auf dem vorhergehenden und nachfolgenden Motley Crue Album, Bob Rock wieder. Ah, safe, sehe ich ganz genauso. Motley Crue und dieses 94er mit Krabby. Ne? Allein die Bassdrum. Black Album ist super, aber dieses, das war ja nicht mehr der am Start. Wann kam die Death Magnetic? 2008? Ich glaube 2009, 2008, 2009, ja. Genau, ja, und dann sind das fast 20 Jahre. Rick Rubin geht anders ran und das ist viel zu laut gemastert. Ich mag die Singles live gerne. Aber ansonsten, ich höre die nicht gerne. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dir geht. Früher war mir Sound viel egaler, als es jetzt ist. Nee, früher war mir Sound nicht egaler. Also, oh, Entschuldigung, jetzt bin ich hier gestoßen. Früher war es mir schon wichtig. Heute ist es mir noch wichtiger, wobei ich sagen muss, das Hörverhalten ist noch ein bisschen anders, weil ich entweder zu Hause nur noch Vinyl höre. Oder beim Kochen halt tatsächlich Spotify Streaming-Dienst. Also entweder ist es halt das eine oder das andere Extrem. Und ich freue mich jedes Mal, wo du es gerade sagtest, Produktionsform, ich freue mich jedes Mal darüber, wenn ich eins, wir haben über J.J. Cale gesprochen, so speziell das Ding klingt, was er macht. Ich freue mich, wenn ich diesen Sound höre. Wir haben über das Black Album gesprochen und Pantera, das ist halt dieser spezielle Sound. Ich habe die letzten Tage auch nochmal alte Pantera-Alben gehört, wobei die gar nicht so alt gewesen sind. Weil wenn man von alten Pantera-Alben spricht, muss man ja eigentlich sogar bis in die 80er zurückgehen.
nur von denen spricht keiner, weil zu Recht das keine guten Alben gewesen sind. Aber ich meine jetzt so Alben wie Fabian Driven oder Vulgar Display of Power oder Cowboys from Hell oder eben das von mir sehr geschätzte letzte Album der Band Reinventing the Steel. Das ist super. Vom Sound her so mega geil aufgenommen. Aber jetzt, um nochmal einen Schlag oder sag mal so zumindest einen Sprung in die Moderne zu bekommen, weißt du, welche Band so einen fetten Sound auch noch hinbekommt von den neueren Bands? Nun sind die jetzt auch schon lange dabei. Sag mal. Die von mir zuerst verhassten, mittlerweile hochgeschätzten Slipknot. Ui, du stehst auf Slipknot? Alter, Slipknot sind echt der Shit, wenn es um die neue brutale Härte geht. Und die sind ja nun echt nicht mehr neu. Und der Groschen ist bei mir, glaube ich, erst mit dem dritten Album gefallen. Das war Volumes. Sublimal Versus und davor, also Iowa fand ich interessant, das war mir aber zu psychotisch und zu chaotisch. Mir war es zu hart. Ja, ich fand den Sound schon geil, so ich hab verstanden, wo die hinwollen und dann hauen die das dritte Album raus und dann hatten die mich. Da muss ich noch was lernen. Da die, ein paar Songs sind ganz cool. Irgendwie Put My Fingers in My Eyes, wie heißt der Song? Duality oder so. Alles Granate, aber ich habe ein Erlebnis mit denen gehabt und da hatte ich keinen Bock mehr. Es war so Anfang der 2010er, da habe ich in Berlin gerade gewohnt und die haben Rock am Ring gespielt als Headliner. Und das wurde übertragen und das habe ich mir am Rechner angehört. Ja. Und habe davor gesessen mit der Frau und habe mir irgendwann gedacht, boah, es sind 20 Minuten um. Ich habe noch keine Hookline gehört und kein Songwriting. Das Einzige, was sie haben, sind geile Riffs und das einzige Songwriting-Prinzip, das sie haben, ist ab und zu Halftime zu machen. Das ist mir ein bisschen zu doof. Und dann habe ich es ausgemacht. Ja, so habe ich die auch wahrgenommen und da tut man denen halt höllisch Unrecht, weil Anekdote dazu. Dass Corey Taylor ein Wahnsinns-Songwriter ist, glaube ich, brauchen wir nicht drüber streiten, weil seine Band Stone Sour ist auch tierisch. Super Sänger auch. Super Sänger. Und bei Slipknot habe ich den, ist es so krass, wie der Typ 2,5 Stunden da durchbellt und, glaube ich, inzwischen noch singt. Bei Stone Sour ist es noch krasser, weil er halt dann eben das andere Extrem hat, nämlich super songdienlich, sehr melodiös, sehr atmosphärisch. Ich wollte aber darauf zurück, dass Slipknot tatsächlich sich trauen, einfach so Balladen wie Snuff rauszustellen. Kennst du den Song Snuff? Den Titel, aber ich habe den Song nicht im Ohr. Vielleicht sollte ich mir den mal rein unfassbar. Tun. Unfassbar. Es ist, glaube ich, er ist auf der All Hope Is Gone drauf. Gott. Liebe Slipknot-Fans, wenn ihr gerade zuhört, es tut mir total leid. Ich weiß gar nicht, aus so einem Hocker geschossen. Aber ein Wahnsinnssong, auch mit einem super Video. Und geile Anekdote dazu. Und jetzt gehen wir wieder einen kleinen Sprung in die Vergangenheit. Hm. Ich habe die Ehre gehabt, vor einem Jahr Dave Fortman zu treffen, Gitarrist von Ugly Kid Joe. Cool. Und Dave Fortman ist ungefähr der coolste Anekdotenerzähler überhaupt. Nein, er ist ein super Anekdotenerzähler. Deswegen auch, weil was viele nicht wissen ist, der ist auch Produzent. Ja. Und er ist der Produzent von dem ersten Evanescence-Album. Und er ist der Produzent von dem Slipknot-Album, wo Snuff drauf ist, dass mir dessen Titel mir gerade nicht einfallen möchte. Und es ist so geil, Dave hat dann, ich habe die getroffen und er so, ja genau, ich habe auch Slipknot produziert und sowas und erzähl mal so von Hütchen auf Stöckchen. Und dann sag ich ihm auch so Snuff, mega Ballade. Und er meinte so, ja, er hat das Demo von Corey bekommen, nur als Akustik-Gitarren-Version von Snuff. Und er hat gesagt, Corey hat gesagt so, hier ist die Kassette, hör die im Auto. Und dann sagt er, okay, alles klar, ich habe die also auf Kassette bekommen, auf Kassette. Geil. Er sagt so, ich hörte diesen Song von Corey nur alleine gesungen im Auto und ich musste rechts ranfahren, weil ich geheult habe, wie gut der Song gewesen ist. Geil. Geile Anekdote. Und jetzt ist natürlich ausproduziert, mega Song. Und deswegen, wenn eine Band, eine Extreme-Metal-Band, so einen Song als Skalp im Gürtel hat, so, dann sieht man eigentlich, verdeutlicht das, finde ich, auch das Songwriting-Potenzial, was so eine Band hat als Musiker. Und deshalb habe ich die einfach immer unterschätzt, Slipknot auch. Das ist ein Beispiel dafür. Ja, das klingt total plausibel und entspricht so ein bisschen der Theorie, die ich habe. Ich musste mich ja als Poser-Rocker immer verteidigen, weil meine Kumpels immer härter waren. Die haben schon Creator gehört, als ich noch bei Kiss und Bonfire war. Ne? So, und, ja, das ist aber nicht schlimm. Ich bin genauso. Alles gut. Siehste. Und
Ich habe ja die Theorie, dass Bands, die nur von die hart spielen und nur von harten Bands beeinflusst sind, dass da immer irgendwas fehlt. Das beste Beispiel sind Thrash-Bands. Ich finde alle Thrash-Bands aus der zweiten Reihe kacke, weil die keinen Swing haben. Aber ich habe mal Gary Holt von Exodus gefragt, was das groovigste Riff ist. Und er hat da nicht gesagt, keine Ahnung, irgendwie Metal Militia oder so. Er hat gesagt, Jailbreak von Thin Lizzy. Mhm. Die haben alle Swing. Die haben, da ist noch Rock'n'Roll drin und die, und das machen sie dann sehr hart. Aber wenn du, wenn du mit Sepultura und Slayer sozialisiert bist, dann fehlt dir vielleicht dieser Teil, der für mich die harte Suppe geiler macht. Und das gilt auch für Songwriting, meiner Meinung nach. Da ist was dran, ja. Aber das ist natürlich eine gewagte, mit sehr breiten Pinseln malende Behauptung. Aber ich glaube, wenn so jemand wie Corey Taylor Songs wie Snuff oder Bother oder so schreiben kann, die Ballade auf der ersten Stone Sour, dann... Ja, Megasong. Granatensong, ganz schön harter Text. Dann macht ja. er auch die Geballer-Songs eventuell ein bisschen songiger sozusagen. Also wenn eine Sache nicht nur eine Wirkung hat durch Wucht oder so, sondern es gibt ja diese schwer zu fassende Qualität von gutem Songwriting. Da hat mich ein Metal-Kollege mal gefragt, was ist denn gutes Songwriting? Aber Regel 1, da wird mich auch Kollege Anzo, glaube ich, noch lange zitieren, ist: ein guter Song ist ein guter Song ist ein guter Song. Ja, ist so. Und mir ist genauso. Mir ist egal, von wem. Ich habe der letzte Song, ich sehe gerade, mein Spotify ist offen, der letzte Song, den ich gehört habe, war Dressed for Success von Roxette. Ist doch gut. Ja, ich bin von nix fies. Wie heißt dieser eine Song von Backstreet Boys? I want it that way. Wahrscheinlich heißt er so. Das kann sein. Was eine fucking Hookline, ey. Hat auch wahrscheinlich dieser Max Martin geschrieben von der schwedischen Band, wie heißen die? But Alive oder It's Alive oder so, der für Bon Jovi geschrieben hat. Granat. Er hat so ziemlich alle Boyband-Hits geschrieben. Ja, wenn der schlechte Laune hat, zieht er sich ein Konto aus. Drei Jahrzehnte. So. Ja. Ja. Noch was zum Thema Songwriting in Metal-Bands. Ich glaube tatsächlich, dass der Perspektivwechsel in einer Band wichtig ist. Wenn alle Riffs nur von den Gitarristen kommen, und das ist bei vielen Metal-Bands gar nicht mal der Fall, ein berühmtes Beispiel sei hier genannt, weil Corey Taylor ist ja nicht Gitarrist, also er ist ja Songwriter und Sänger in erster Linie. Die Gitarristen sind ja Jim Root und Mick Thomson. Die Skills und das Potenzial einer Band wie Slipknot, was Songwriting anbetrifft, liegt in der Summe der einzelnen Teilchen. Und wo man das bei einer Thrash-Band gut sehen kann, und das brauche ich dir, glaube ich, nicht zu erzählen, ist im Falle von Anthrax, dass eben nicht, wie viele denken, alle Riffs aus der Feder von Scott Ian stammen. Oder wer ist jetzt gerade der zweite Gitarrist? John Donay. Genau. Shallow ist Fall. Auch egal. Ja, super. Scott, super sondern aus der Feder von Drummer Charlie Benante kommen. Der schreibt die Songs. Der schreibt nämlich die Songs. Und nicht böse sein, aber ein Mega-Album, was maßgeblich sowohl rifftechnisch als auch korrigiere mich, wenn ich das falsch jetzt wiedergebe, ist das eins der Comeback-Alben von Anthrax, das ist das We've Come For You All. Ah, super, 2003. Genau, und es ist ein unfassbar geiles Album und es ist eben fast ausschließlich oder, sag ich mal, maßgeblich aus der Feder von Charlie Benante gekommen. Die meisten Sachen, also die haben Upspreading the Disease hat Charlie ganz, ganz viel geschrieben, und der hat vermutlich, weil er halt Drummer ist, einen anderen Groove, aber nebenbei, der ist auch als Drummer super, abgesehen davon, dass er einer der ersten war, der Blastbeats gespielt hat bei SOD, damit den Extrembereich ganz schön geprägt hat. Dem musst du mal zugucken, wenn er so Nummern spielt wie Cord in a Mosh oder so. Am besten so Drumcam von hinten. Der wackelt da rum und der hat Swing. Also total. Der spielt halt absolut genauso. Phil Rudd auf Thrash Metal und nicht so eine, wie es im Death Metal tatsächlich nötig ist, nicht so eine metronomgleiche Maschine. Und das turnt mich ja null an.
Mein Lieblingstrommler ist Phil Rudd und mein Zweitlieblingstrommler ist Lars Ulrich. Ja, gut, das ist vielleicht deine Meinung. Ach ja, der ist schon nicht so schlecht, wie alle sagen, aber der hat halt auch diesen, also der spielt natürlich nicht technisch brillant, das weiß ja jeder, aber der hat zum Beispiel auch diesen Swing, da gibt es aber auch noch andere und Charlie Benante ist vielleicht sogar noch ein besseres Beispiel, weil der auch noch technisch brillant ist. Also da sind wir tatsächlich einer Meinung. Der Perspektivwechsel in der Band, der ist viel wert, nur das kann auch... Das ist geil, das reden Gitarristen gerade über Drummer die ganze Zeit. Ja, der Perspektivwechsel kann aber ja auch, ist wichtig, der Leute, kann ja ist auch schief gehen. Stell mal vor, ich fange an zu singen. Ja. Und weißt du, wie es hart sogar schief gehen kann bei Superprofis? Ich habe noch ein berühmtes Beispiel. Und dann müssen wir auch mal zum Ende kommen, weil wir haben jetzt die Stunde Podcast schon überschritten. Echt schon? Das Signal von Olli. Noch ein berühmtes Beispiel aus meiner Erinnerung. Mike Portnoy. Und nicht wegen Swing, sondern zu dem Zeitpunkt, als Mike Portnoy Dream Theater verlassen hat. Sei mir nicht böse und liebe Dream Theater Fans da draußen, nehmt's mir nicht übel. Meiner Meinung nach haben Dream Theater dann echt kein geiles Zeug mehr gemacht. Und ein Fakt ist unwiderlegbar. Maßgeblich Songwriter an dem erfolgreichsten Album von Dream Theater, maßgeblich Texte, Arrangements, an Images and Words war Mike Portnoy und nicht der Gitarrist. Ja, das ist eine harte Pille für Petrucci, aber es ist wirklich so. Petrucci ist toll, der ist ja nicht nur technisch gut, der hat einfach mehr Vokabular als wir alle und erzählt damit verdammt. Nein, Petrucci ist auch ein super Typ, ich will jetzt einfach nicht Petrucci aber dissen, du hast der Perspektivwechsel halt so. Und man darf halt in Bands nicht unterschätzen, was Leute da für einen Einfluss drauf haben. Diese alte Geschichte von Chemie. Meine Band funktioniert auch meines Erachtens nur so. Der Fabs ist ein Granaten-Songwriter, aber das funktioniert erst, wenn ich rumnörgel und sage, die Strophe müssen wir nochmal machen. Vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja, du hast ja auch schon ein paar Songs gehört. Ja, ein bisschen Erfahrungswert hast du ja auch sammeln können. Eben drum, ja. Also es gibt immer einen, von dem der Kern kommt. Ich könnte nicht aus dem Stand irgendwie ein Album einfach so schreiben und so, aber das mit Mike Portnoy, das stimmt und jetzt habe ich Bock auf Images and Words tatsächlich. Mega Album. Granatenalbum. Also Sound ist, viele sagen ja immer so, bei Alben, der Zahn der Zeit hat dran genagt und so, ich mag den Sound von dem Album so, wie er ist, so sag ich mal kristallklar, wie er heute noch durch die Boxen hämmert, so, ich mag dieses, dass man verorten kann, aus welcher Zeit die kommen, mag ich sehr. Siehst du? Also ich finde dieses so, das ist so 80s, das ist so 90s, das ist mir egal. Diese Alben und sagen wir mal eine Perversion dessen haben wir ZZ Top begangen, die ich auch sehr schätze. Die sind irgendwann mal Anfang der 90er hingegangen, haben gedacht, Mensch, die Drums klingen nicht so gut auf unseren Alben und da haben sie alle Drumspuren von alten Alben rausgenommen und haben sie durch die E-Drums Spuren neu ersetzt. Und haben die Platten dann neu rausgebracht? Und die Platten sind neu rausgekommen. Das wusste ich nicht. Ist ja wie mit den Ozzy-Alben. Ist ja fürchterlich. Furchtbar. Und bitte jetzt nicht, liebe Leute, losrennen und glauben, dass das sinnvoll ist, das zu kaufen. Kauft diese Alben nicht. Das ist ja fürchterlich. Kauft bitte die Originalmixe, weil das klingt einfach besser. Es ist einfach wesentlich authentischer und die Band hat sich damit auch gar keinen Gefallen getan. Ich glaube, das Zeug hat sich auch nicht verkauft. Oh, das ist ja fürchterlich. Das wusste ich nicht. Wenn Sachen so ein bisschen nach einer Zeit klingen, kann das echt charmant sein. Ich habe heute, ich mag ja ab und zu Shuffle zu hören, deshalb kommt Dressed for Success raus und wahrscheinlich war es vorher irgendwie Slayer. Und da habe ich einen alten Dio-Song gehört auf der ersten Platte mit Greg Goldie, Dream Evil. Der Song, okay, ja. Der Song hieß Could Have Been a Dreamer. Und da habe ich mir gedacht, Alter, was war los in den 80ern mit dem Gitarrensound? Das ist wie der Jake E. Lee Gitarrensound auf Alte mit Zinn. Das ist so Mickey Mouse Gitarre Quatsch. Ich habe grausamen Sound benutzt, ja. Auf der anderen Seite, wenn du so Bock auf klanglichen Eskapismus hast, das klingt nach 80er und damit nach meiner Dorfmetaller-Jugend. Und da habe ich mal ich mag Dio auch gehört heute. Und also zwar aus dem Grund. Klar. Ich habe heute Black Rose von Thin Lizzy gehört und ich bin damit nicht aufgewachsen, im Sinne von, als die Platte rauskam, Gott, wann kam die Platte raus? 79, da war ich 2 Jahre alt. Ich habe die heute beim Spülen gehört, die Platte, weil ich Thin Lizzy liebe und dachte, heute sprichst du mit dem Limeson, der ist auch ein großer Thin Lizzy-Fan, der kam gar nicht mehr darauf, das nochmal näher zu durchleuchten. Aber ich mag den Sound von der Platte.
so schräg der ist, ich mag den Sound von der Platte. Ich aber mag auch den Gitarrensound. Weißt du was? Ich finde den gar nicht so schräg. Die klangen nachher ein bisschen schräger und das hat was von 70er, aber nicht so komisch 70er. Das ist dann einfach nur, ich glaube im Englischen würde man sagen, Area Appropriate. Era Appropriate. Ja, ja. Also das ist ein 70er, ein Classic-Rock-Album. Klassiker geht's ja fast nicht. Und dann, da spielt Gary Moore Gitarre. Das kann schon so klingen. Wahnsinn. Kann schon so, ja, da haben sie, da gibt es auch Storys drüber, wie die sich hingesetzt, Scott Gorham, Gary Moore, wie sie bei diesen zweistimmigen Sachen die Phrasierung und das Vibrato ausgecheckt haben, dass sie das unisono spielen. Ja, ja. Also sie haben nicht einfach nur irgendwie überlegt, wo ist die Terz und mach mal, zwei rechts, zwei links, zwei fallen lassen. Die haben sich halt richtig hingesetzt und deshalb ist das auch so geil. Abgesehen davon, dass halt alle außer Gary Moore in der Band ein schönes Drogenproblem hatten. Ja, das ist die Tragik an der ganzen Sache. Übrigens fällt mir gerade ein, um jetzt auch mal dir Props zu geben und nochmal das Gitarrenmagazin den Leuten gegenüber näher zu bringen. Wer mehr über das Album Black Rose von Thin Lizzy erfahren möchte, der braucht nur bei uns in den PP4 Medienshop zu gehen und das Album Thin Lizzy Black Rose in die Suchmaschine eingeben. Und leider fällt mir jetzt die entsprechende Ausgabe nicht ein, aber wenn mich nicht alles täuscht, hat der hochgeschätzte Kollege Christoph Leim das Masterpiece zu diesem Album geschrieben. Oh, das war der hochgeschätzte Kollege Timon Menge. Ja, ich war das. Und Ausgabe 719. Ausgabe 719, wer es nachlesen möchte, die Story hinter Black Rose von Thin Lizzy, der kann es dort nachlesen. Ansonsten, alles, was wir heute besprochen haben, gestriffen haben, sei es jetzt Zach Wilds, sei es mein Schlagzeuger-Plädoyer, wie auch immer, über Slipknot. Gebt mal die Band, wenn euch die Bands interessiert, gebt es mal einfach in die Suchmaske ein, in den PP4 Medienshop. Und wenn ihr dann Ausgabe findet mit einem größeren Special, Schlag dazu, kauft das Heft. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasters Nummer 5. Unser Special Guest war heute der Christoph Leim. Christoph, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Dankeschön. Wir könnten jetzt eigentlich noch stundenlang weiter darüber philosophieren, was wir als nächstes hören werden. Ja, ja, absolut. Wir können auch über Gitarre reden, über das Magazin, denn diese Thin Lizzy Story ist das beste Beispiel dafür, warum ich meinen Job so geil finde. Da sagt jemand, geschätzter Kollege sagt, Keule, schreib mal 15.000 Zeichen über ein Thin Lizzy Album, das du geil findest. Und ich sage, okay, soll ich machen, kriege ich ja Geld für? Ja klar, ist dein Job. Mach nur fertig. Und ich denke mir, wie geil ist das denn? Ich habe da halt. Ja, ist aber auch geil geschrieben. Hast du sehr geil angefangen. Danke, da habe ich. Respekt. Da habe ich immer Spaß dran. Die Rubrik im Gitar heißt Masterpiece. Und die schreibe ich zum Beispiel wie Workshops oder Legend Stories sehr gerne, weil du so einen Überblick kriegst und dann die Kollegen Hermann Skibbe oder Tobi Mertens, die den Scheiß dann auch super transkribieren können, uns dann Noten dazu geben. Ich lerne dann immer Kram noch dabei und kann Geschichten erzählen. Das macht mir tatsächlich sehr, das macht mir sehr viel Spaß als Journalist und als Leser und als Gitarrist natürlich, klar. Ja, also wie gesagt, liebe Zuhörer, scheut euch nicht, euch entweder die Printausgabe zu holen oder das Heft digital. Den jetzigen Zeiten kann man ein bisschen mehr lesen und lest gutes Zeug, lest Bücher, kauft Platten, kauft euch das Gitarrenmagazin am Kiosk, am Bahnhof oder digital. Oder lasst es euch schicken. Oder lasst es euch versandkostenfrei zuschicken. Wir schicken das versandkostenfrei raus und der PP4 Medienshop hat 24 Stunden für euch geöffnet. So, genug eigene Werbung. Macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert das bei YouTube, kommentiert das auf unserer Homepage, wie es nur geht. Schickt uns Verbesserungsvorschläge für den Podcast. Ihr könnt uns auch Themen schicken. Ich verabschiede mich. Danke, Christoph. Das war's. Danke, Marcel. Schönen Abend. Schönen Abend dir auch. Tschüss. Tschüss. Powered by Ernie Ball. The Colors of Rock and Roll.